Welcher ist der Maximalwert von a mal b plus c minus b mal a plus c, wenn a, b und c verschiedene ganze Zahlen sind, die sich zwischen 1 und 16 einschließlich befinden? Um diesen Maximalwert herauszufinden, schreiben wir diese Differenz in eine andere Form. Zuerst verteilen wir hier das a und dann das b. Dann können wir ab minus ab wegstreichen, weil das 0 ergibt. Und in dieser Differenz können wir noch das c ausklammern. Dieses Produkt erreicht seinen Maximalwert, wenn beide Faktoren den höchstmöglichen Wert haben. Nehmen wir mal den höchstmöglichen Wert von c, das ist natürlich 16. Dann ist der höchstmögliche Wert für a minus b 14, indem wir für a 15 und für b 1 nehmen. So, dieses Produkt a minus b mal c ergibt also 14 mal 16, das heißt 224. Jetzt starten wir mit dem ersten Faktor und nehmen seinen höchstmöglichen Wert. Den haben wir, indem wir für a 16 und für b 1 nehmen. Dann ist a minus b 15. Also wenn a minus b 15 ist, dann ist a 16 und b 1. Und der höchstmögliche Wert für c ist dann 15, weil wir die noch nicht genommen haben. Also, dann haben wir als Produkt 15 mal 15, das heißt 225. Und dieser Wert ist um 1 größer als der da. Also ist das der Maximalwert, der gefragt wurde. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also C. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.